Ja, zusammen zu einer weiteren Folge von Die Sims Mobile. Ja, wir sind jetzt beim zweiten Tag und tippe hier, um das Sim-Festival anzuzeigen. Okay, mal, mal kurz. Sim-Festival, das sind deine Tagesaufgaben. Schließe sie ab, um Belohnungen zu erhalten. Okay. Neu Du erhältst täglich neue Tagesaufgaben. Versuche sie alle abzuschließen. Spiele weiter, um Sim-Festival Belohnung freizuschalten. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Müssen wir jetzt ein Sim-Festival starten? Okay, wir gucken mal. Ich guck gerade mal. Sim Festival. Herz der Festtage endet. Okay. Jetzt muss ich mal ganz gucken. Wie macht man denn jetzt ein Sim Festival? Verdiene EP, um Level aufzusteigen. Ja, schön. Mal gucken. Ist das Spiel okay? Ja, mach mal kurz ein Power-Nickerchen. Warum nicht? Bringt den auch ein bisschen Levelaufstieg. Aber oder kann man es erst ab nächsten Level machen? Also mit diesem Festival. Da steige ich jetzt gerade noch nicht ganz so durch. Schließe 5 Tagesaufgaben ab. Tagesaufgaben, okay. Ja. Wie lange macht sie das Nickerchen? Okay, warten wir einfach mal ab. Ist ja auch schon spät, so dunkel wie es draußen ist. Hier. Gut. Warten wir jetzt ab, bis er ausgeschlafen hat. Und kann man sich das irgendwie vorstellen? Was ist denn das? Ach so. Hier kriegst du eine Nachricht. Aha. Okay. Bist du fertig? Was ist denn mit Tagesaufgaben gemeint? Man muss den Kühlschrank auffüllen. Okay. Mahlzeit servieren. Ja, mach das mal. Stell dich zweimal selbst. Willkommen beim Festival. Schließe Aufgaben ab. Los geht's. Okay. Ich gucke mir das mal kurz. Willkommen beim Sim-Festival. Schließe 5 Aufgaben. Schließe Tages-Saisonaufgaben ab, indem du mit einem Sim spielst. Verdiene Preise, Tickets, Aufgaben und Preisanträge freizuschalten. Wer bedient in dieser Sim-Festival-Session exklusive Preise? Alles klar. Okay. Ja. Der macht es einfach mal. Entspannen. Was ist eigentlich mit den Tagesaufgaben gemeint? Weil. Belohnung, okay. Haben wir gar kein Licht drin, fällt mir gerade so auf. Sollten wir mal kurz ändern. Gibt es hier Schlafzimmer? Lampen?
weil da ziemlich dunkel drin ist. Einrichtung. Wo finde ich denn jetzt hier die Lampen? Badezimmer, Schlafzimmer. Gut, dann müssen wir so eine hinstellen. Erstmal. Die müssen jetzt. Gut. Kaufen wir auch mal so ein. Wo habe ich jetzt hingestellt? Draußen. Ja. Stell mal ganz kurz. Was? Ah, okay. Dann kann man das. Darauf packen. Perfekt. Es wird ein bisschen Licht. So, jetzt gucken wir nochmal nach Badezimmer. Ob es da auch eine Lampe gibt. So, nee, da gibt es auch keine. Gut, dann lass es da nochmal ein bisschen dunkel drin, was soll's. Aber wir haben da schon ein bisschen Licht. So, wartet mal. So, jetzt gucken wir mal. Tagesaufgang. Okay. Heiß duschen. Ja, dusch mal. Mach das einfach mal. Ich frage mich ganz, wo sieht man hier eigentlich die Uhrzeit? Fällt mir gerade mal so auf. Ja, ich muss hier noch ein bisschen reinfinden. Ich weiß. Ein bisschen chaotisch. Style dich zweimal um. Das kann man am Spiegel machen. Oder auch nicht? Gut, dann machen wir es mal so, ob das auch was bringt. Zweimal umstylen. Gut. Oh, das ist ja süß. Das geben wir. Oh, das ist süß. Das freigeschaltet? Wahrscheinlich, ne? Was geben wir denn der Farbe? So. Und so. Und dann andere Schuhe. Ja. Machen wir so ein bisschen sportlicheren Look und sowas mit Jeans. Und los geht's. Ja. Speichern wir auch. So, guck mal, hat das was ge... Nein, ich wollte... Nein, ich wollte dahin. Irgendwie nicht. Okay. Schließe 5 Tagesaufgaben. Ich frage mich immer, was damit gemeint ist. Gut. Wir gehen mal zu unserem Job. Ereignisstopp. So. Alleine wird es ja nicht fertig in einer Stunde. Mit deiner Hilfe wird es deutlich schneller gehen. Ja. So, mit Jeff Kollegen reden. Dann wirst du mal die Maschine reinigen.
Bevor man noch einen Kaffee aufsetzt, sollte man das immer machen. Wie gesagt, ich habe Sims Mobile eigentlich noch nie gespielt. Meistens habe ich immer auf PC gespielt. Deswegen. Kann ich kommen? So. Kunden Espresso überreichen. Kollege Streich spielen. Ich glaube, wir werden mich so freuen. Also, ich meine, mach du nur, aber ich glaube, wir Förderung. Kunden nach Lieblingskaffee-Farben. Kaffee jetzt ausleeren. Kaffee einschenken. Tisch räubern. Leute, wir haben Schmürchen. Larva. Guska, Kunde, Korrektion überreichen. Und fertig. Perfekt. Kurze Schicht absolviert. Belohnung. 10 mal IP, 45 Simoleons. 30 Karrierepunkte. Belohnung abholen. Holen wir das auch noch ab? Die Mission. Level ausgeführt. Platz da, alles klar. Spielbarer Sim. Schauplatz verfügbar. Kollektion freigeschaltet, Kuschelakzente, auf einer Mission, klassische Küche, okay. Auf dem Marktplatz. Ich habe gehört, es gibt dort ein neues Restaurant. Gehen wir zum Marktplatz. Ja, machen wir. Willkommen im Marktplatz. Sieh dir dieses Restaurant an. Schauen wir, was es drinne gibt. Es gibt eine freie Stelle hier im Restaurant. Wenn ich einen Mitbewohner hätte, wäre das eine Jobmöglichkeit. Fügen wir einen Mitbewohner zu unserem Haushalt hinzu. Ah, cool. Das machen wir als Mann. Vielleicht könnte daraus denn was werden. Anpassen. Wir machen es einfach mal als Mann. Felix Huppertz. Felix lassen wir, aber ich glaube, Paulus Weißhaupt. Felix Sommer. Sommer hört sich schön an. Männlich lassen wir. Ja, ein bisschen dunkler. Gehen wir in den Kühlschrank. Oberteil. Ja, dass wir das mal. So, das. Dann nehmen wir eine schöne Jeans. Ja, doch. Schuhe. So. Nee, Ohrringe nicht. So. Man kann Objekte kaufen. Okay. Das ist ja okay, aber da wollen wir jetzt nicht hin, sondern so, kümmern wir uns mal um die Haare. Dann nehmen wir die Haare. Doch, die Haare. Yep. Augenbrauen. Ja, Bart. Soll er ein Bart haben oder nicht? Ich finde das schon schön. Ja, so ein Bart. Nehmen wir mal so ein Bart. Tattoo. Ja, dann kriegt er mal ein Tattoo. Warum nicht? So.
DNA. Wie war denn jetzt die Körperform da? Nehmen wir mal so eine Körperform. Perfekt. Ja. Nehmen wir so. Dann haben wir noch Mitbewohner. Vielleicht kann man was auch mehr. Wähle ein Merkmal für Felix. Etwas besser tägliche, etwas besser bei allen Karrieren. Nehmen wir mal eine Karriere, passt am besten vielleicht. Ha. So, jetzt können wir zwei spielen. Okay. Ah, sie ist nur bei dem Schauplatz. Okay. Dann werden wir ihn herbeirufen. So, dann kriegt er eine Karriere. Und zwar hier. Was auf der Pfanne? Passt perfekt. Eine kulinarische Geschichte. Ein ums Überleben kämpfendes Restaurant braucht deine Hilfe. Was ist aus der Pfanne? Okay. Ja. Ereignis starten. Allein Felix und. Okay, das machen wir dann noch, bevor wir den Part beenden. Dann bereitest du mal zu. So. Theke säubern. Tag. Über Gästetrakt. Ja, der macht es nicht im Restaurant. Das wird den Kunden nicht so gefallen. So, aber Cheat-Häppchen abliefern. Flambieren versuchen. Antipasti kreieren. Ich bin jetzt selbstbewusst genug, um eine riskante Aktion zu versuchen. So, Banana Car. Versuchen, Gäste zu beeindrucken. Ja, mach ich mal. Blinks. Two shots. Ihr hat's gefallen. So. Mein Gespräch mit Laura ist beendet. Ah, okay. Ah, Schicht ist vorbei. Gute Arbeit. Kurze Schicht absolviert. Belohnung. Okay. Leuchtbund. So. Closing go. Dipliff. Dann stellt sie aber ihr schön vor. Chelsea, Barwa Himaje, Duzabaweeb, Orwazabel, Borbnepmadu, Zu Hause. Ja, mach das mal. Alleine wird für. Ja. Burma, Juaba Fiba, Grüße dein Frühlingspaket. Ja. So. Druck ablassen. Der bräuchte auch ein anderes Bett, ne? Zusätzlich. Und noch kein Doppelbett, weil wir sind ja nicht zusammen. Aber auf jeden Fall noch ein Bett für unseren Mitbewohner. Gucken wir nur kurz rein. Shabazo. Vordorf Denebla. Renebla. Zorbu Bon. Arvo Gwinchi. Ribby Twist. Okay. Karsnam. Ja. Kuwab. Was? Perfekt. So, Belohnung, ja. Simoleons. Und Level Up. Karriere-Outfit. Platz da. Festival. Ja. Und neue Kollektion. So. Jabble do! Huch, ich wollte die eigentlich. Egal. Nerdsprache. Hey, schön dich wiederzusehen. Hast du die letzte Folge von Beliebte Fantasy-Serie gesehen? Das Ende war ja wohl krass. Natürlich, wir haben das alle zusammen bei mir gesehen. Nächstes Mal musst du auch. Kommen. Ja,
Moment mal. Du hast das Spiel zur beliebten Fantasy-Serie. Lass uns spielen. So, wartet mal. Ich werde das mal ganz kurz. Habe ich jetzt abgeschlossen? Beginne Bekanntschaft. Okay. Ja, ich hätte schon abgeschlossen. So, wir gehen nochmal ein Bett kaufen. Und dann beenden wir die Folge. Aber wir brauchen ja noch ein Bett für unseren Mitbewohner. Der muss ja auch irgendwo schlafen. Ist nicht gerade groß hier. Gut, stellen wir es mal hin. So. Eins, ja. Perfekt. Lifestyle verbessert. Okay. So, aber das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.